Aber wirklich, ich meine, wie kommt es denn mit dieser Wirtschaft? Wie konnte das denn so weit kommen? Jetzt kommen ja nach und nach die Sachen raus. Man weiß, irgendwann hat man in den USA armen Schluckern riesige Villen angedreht. Die Ratingagenturen haben kein Problem gesehen, haben gesagt, Jung, den Kredit kannst du locker in 25.000 Jahren abstottern. Ja. Aber einige haben da wirklich auch Leute mit gezinkten Garten gespielt. Habt ihr das mitgekriegt? Jetzt wird das amerikanische Bankhaus Goldman Sachs verklagt, weil die in der Wirtschaft Krise Profit gemacht haben, da sie mit einem Hedgefonds zusammengearbeitet haben, der insgeheim auf ein Platzen der Immobilienblase gesetzt hat. Muss ich das vorstellen? Das wäre so, als wenn deine Frau fremd geht, aber dafür Treuepunkte haben möchte. Ja. Ich meine, da habe ich mich mal gefragt, was ist das denn? Was sind denn diese? Was machen denn diese Hedgefonds, dass sie ein ganzes Land wie Griechenland in die Knie zwingen können? Ich will es heute Abend mal erklären. Ja, ich traue mich das. Ganz einfach. Was ist ein Hedgefonds? Liebe Freunde, wenn ihr Aktien verkauft, die ihr noch nicht besitzt, weil ihr darauf spekuliert, dass ihr sie in Zukunft billiger zurückkaufen könnt, seid ihr nicht völlig durchgeknallt, sondern mittendrin im Hedgefondsgeschäft. Das ist so eine Mischung zwischen BWL und Hütchenspiel. Gebrauchtwagenhandel ist dagegen seriös. Weil du da zumindest weißt, dass es irgendwann mal mit Autos zu tun haben wird. Aber natürlich wussten wir alle, dass Hedgefonds auch mal riskant sein können. Ich habe schon vor Jahren gesagt, in meinen Shows, auf den Verkaufsprospekten müssten eigentlich Warnhinweise stehen, wie bei den Zigarettenschachteln. Dieser Hedgefonds kann zu völligem Bankrott führen, deshalb rauchen Sie lieber. Ich meine, wer da trotzdem zugreift, ist in etwa so risikofreudig, wie diese legendäre Blondine, die 3 Meter vor sich eine Banane Schale liegen sieht und sagt, Scheiße, jetzt falle ich schon wieder auf die Schnauze. So was, es ist wirklich so verrückt in der Wirtschaft. Aber wenn ihr wollt, ihr könnt gerne morgen früh selber als Hedgefondsmanager anfangen. Ich sage euch kurz, wie geht. Geht einfach morgen früh zu eurem nächsten Bäcker und sagt mit möglichst seriöser Miene, guten Tag. Hören Sie mal, dieses Dreikornbrot, das Sie da heute im Angebot haben, das möchte ich Ihnen heute verkaufen. Denn wenn ich es Ihnen morgen abkaufe, ist es vom Vortag und nur noch die Hälfte wert. Diesen Verlust können Sie sich jetzt schon ersparen. Geben Sie mir einfach 2,50 Euro und ich nehme es auch gleich mit. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, packt der Bäcker daraufhin seine 7 Sachen, schläft fortan unter einer Brücke, hat aber das Gefühl, bei euch ein echtes Schnäppchen gemacht zu haben. Ja. Das ist der Fall, Leute, das ist der Fall.